Und jetzt geht, oh Gott, aufpassen. Wir brauchen dich noch. Oh, da gibt es einen Faustkampf da unten. Jetzt lassen die Schweizer ihren Frust raus. Oh oh. Ja, es war vom Bulli provoziert. Vom Schweizer, vom Monet. Da hat er bei Gott nachgeschlagen. So, Helbling versucht dann noch einen Faustkampf, versucht zu provozieren. Wir müssen aufpassen. Nicht, dass es noch Sperren gibt fürs Halbfinale. Und er ist wie von Sinnen. Und Rupert Meister, der Torwarttrainer. Und jetzt geht er auf Ernst Höfter los. Um Gottes Willen. Helbling läuft amok. Und Krupp versucht, seine Spieler da wegzuhalten. Er will natürlich keinen Spieler jetzt mehr verlieren für das Halbfinale. Was seid ihr für schlechte Verlierer? Ist ja der Wahnsinn. Und Krupp holt seine Spieler weg. Oh, da werden noch Videos studiert werden. Da wird noch was kommen. Dieses Spiel hat alles gehabt, was es hat. Hat aber das Ende nicht verdient, muss man ganz ehrlich sagen. Er hat es nicht gehabt. So, jetzt gehen wir jubeln. Deutschland steht im Halbfinale der Eishockey-Weltmeisterschaft gegen Russland. Die Russen haben Kanada 5:1 geschlagen. Es geht nochmal zurück nach Köln. Das ist so gut für das deutsche Eishockey, dieser Erfolg. Lange, lange haben wir darauf warten müssen. Im Grunde vertreiben wir gerade die Geister von 1976. Generationen sind dran gemessen worden an der Bronzemedaille von Innsbruck. Und jetzt werden die besten Spieler.